2 bis 5 Tage frei. Jetzt mit kurzurlaub.de. Ja, hallo, herzlich willkommen. Darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in Stand 4:1. Herzlich begrüßen darf ich natürlich auch beide Trainer. Und wie immer hat bei uns der Gästetrainer Michael Fronzek das erste Wort. Herr Fronzek, Ihr Statement zum Spiel. Ja, fällt mir heute nicht allzu leicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir sehr gut ins Spiel gekommen sind. Die ersten 20 Minuten, wir waren gewarnt von der Art, wie Rostock spielt. Sie sind im letzten Drittel sehr schnell, sind sehr gut unterwegs und das haben wir richtig gut hinbekommen in dieser Anfangsphase. Sehr gut im Spiel gewesen, auch ein paar gute Kombinationen gehabt. Und dann passiert das 1-1. Bis dahin haben wir, glaube ich, keinen Torschuss bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt die Bilder angeguckt, wenn wir alle zusammen das ganze Wochenende betrachten, ja, und diese Szene 100 Mal sehen, wird 99 Mal gepfiffen und einmal nicht, das war heute im Ostseestadion. Und es ist eine Unverschämtheit, sowas wie Schwalbe zu sagen, dem Jungen jetzt noch zu unterstellen, dass er eine Schwalbe gemacht hat. Das führt dann zum 1-1. Dann muss ich sagen, hat Rostock es sehr gut gemacht. Er hat diese Verunsicherung, diese 10 Minuten, die wir nicht im Spiel waren, wo wir unsere Ordnung verloren haben, gut ausgenutzt, 3-1 geführt. Und dann war natürlich klar, dass wir in der zweiten Halbzeit, dass das ein sehr kompliziertes Spiel wird, aufgrund der Tatsache, dass sie sehr schnelle Spieler im letzten Drittel haben. Haben versucht, nochmal ranzukommen. Die Mannschaft hat wirklich alles versucht, hatten 3-4 ordentliche Möglichkeiten. Rostock natürlich auch aus dem Konter. Wenn wir da einen Anschluss machen, wären wir nochmal im Spiel gewesen. Das hätte nicht sollen sein. Dieses 4-1 hört sich wild an. Ich glaube nicht, dass wir heute 3 Tore schlechter waren. Aber das ist Teil des Spiels. Wir müssen daraus lernen, dass wenn wir benachteiligt wären, dass wir nicht dann 10 Minuten haben, wo wir wie wild über den Platz laufen und die Gegner einladen. Das sind die Lehren, die wir daraus ziehen müssen. Aber es ist jetzt nach Zwickau das zweite Mal, wo ich sage, dass die Mannschaft nicht gerade bevorteilt worden ist. Danke. Vielen Dank. Pavel, dein Fazit bitte. Also ich denke schon, dass Michael gerade viele Sachen gesagt, die absolut so zutreffen. Die Mannschaft von Kaiserslautern heute war auf keinen Fall viel schlechter als wir, dass wir jetzt 4-1 gewonnen haben. Das war schon ein ziemlich spannendes Spiel, so wie ich das auch erwartet habe. Wir haben vielleicht auch beim ersten Gegentor vielleicht von einem Fehler profitiert, aber ich denke, wenn man jetzt die 90 Minuten so betrachtet, wenn man jetzt 4 Tore macht, irgendwie so, muss man schon so sagen, dass das vielleicht auch doch verdient ist. Aber das Spiel fing für uns wieder sehr schlecht an, nach sehr kurzer Zeit, so wie oft der Fall bei uns zu Hause ist, liegen wir 1-0 zurück und dann denkst du, Mensch, schon wieder so eine Situation wie oft, das wir hatten. Und für mich war wichtig, wie die Mannschaft das jetzt reagieren würde auf diese Situation. Und wir haben auch klar, gelernt von unseren Fehlern davor, weil dann haben wir die Linie verloren, heute nicht. Wir haben angefangen, oder dann weiter Fußball zu spielen. Wir haben jetzt versucht, Ruhe zu bewahren und warten auf unsere Chance. Dann haben wir auch geschafft, 1-1 zu machen, was auch sehr wichtig war, weil dann weiß ich, je länger das Spiel dauert, desto schwieriger für uns wird, da die Mannschaft von Kaiserslautern würde immer mehr Kontrolle über das Spiel kriegen, auch was gefährlich ist. Du machst hinten auf, dann kannst du auch gefährlich ausgekontert werden. Und das zum Glück haben wir geschafft, 1-1 zu machen. Und dann denke ich mir, nach dem 1-1 waren die Fans sofort da, was auch wir brauchen. Und nach dem 1-1 war mir klar schon, dass wir jetzt wieder zurück ins Spiel sind und dass wir unsere Chance wieder haben. Und das zweite und das dritte Tor, das war wirklich, ich glaube, nach dem zweiten Tor, die Mannschaft von Kaiserslautern war noch geschockt und die haben beim dritten Tor gar nicht so registriert. Die waren gar nicht so richtig bei der Sache, aber wir haben das eiskalt ausgenutzt. Und in der Halbzeit habe ich auch gesagt, so wie gegen Fortuna Köln der Fall war, wir haben auch 3-1 geführt und danach haben wir nur verwaltet. Also ich habe versucht, die Mannschaft deutlich zu machen, dass wir
noch das Spiel nicht gewonnen haben, trotz dieser Vorsprung, dass wir das Spiel noch nicht gewonnen haben, dass wir weiter auf viertes Tor machen. Wir haben das zwar das vierte Tor viel zu spät gemacht, aber es haben sie es gemacht und bin sehr, sehr glücklich, dass wir heute so ein schweres Spiel für uns entscheiden können und zwar nach Rückstand und zwar mit 4-1. Also ich habe jetzt keinen Grund zu meckern und freue mich für die Jungs. Ich habe sie jetzt belohnt. Ich habe jetzt 3 Tage freigegeben. Die haben wirklich letzte Wochen sehr, sehr anstrengende Tage gehabt und ich denke, das ist wirklich jetzt ein Zeitpunkt, wo wir ein bisschen jetzt zur Ruhe kommen können und dann werden wir wieder bei Null anfangen. Dankeschön. Dankeschön, Pavel. Ein gut gefüllter Presseraum. Insofern gehe ich mal davon aus, dass es jetzt viele Fragen geben wird. Sollte das der Fall sein, haben wir natürlich jemanden mit dem Mikro, da kommen wir gerne zu Ihnen. Da gibt es eine Frage von den Kollegen aus dem Saarland. Wenn Sie sich ganz kurz vorstellen, bitte. Hier vorne. Konze von der Rhein-14 in Ludwigshafen. Frage an Michael Fronzek, die Auswechslung Theo Bergmann, war die verletzungsbedingt? Nee, wir wollten ganz einfach einen zentralen Stürmer noch zu Timmy Thiele bringen und das hat weder was mit der Leistung zu tun, sondern ganz einfach, dass wir ein Stück weit anders spielen wollten. Gibt es eventuell, vielleicht, unter Umständen weitere Fragen? Alles beantwortet? Wunderbar, dann vielen Dank nochmal. Gute Heimreise. Dankeschön.